Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part haben wir das Ahnenritual oder das Ahnenfest begonnen und ein bisschen gegen Geister gekämpft und dann kam ein Geist im Feuer, der Weidel erkannte den offensichtlich. Scheint wohl sein Vater zu sein, denn er hat ihn als Vatermörder beschuldigt. Und nun sind so ein paar Nilfgaarder noch aufgetaucht, die das nicht so gut finden, dass wir dieses Ritual hier durchführen. Und wir dürfen jetzt entscheiden, entweder helfen wir dem Weideler und machen die schwarze Röcke da kaputt. Oder wir sagen, das ist nicht unser Kampf, aber natürlich helfen wir, ne? Lass sie in Ruhe. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ach, Junge. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Ja, wenn ihr das wollt, dann soll das wohl so sein. Verlasst diesen Ort nicht! Ihr dürft den Geist nicht brechen! Alles ist still, nirgends. Oh, selbst der Weidler macht mit, Alter. Oder geht ganz schön ab. Batz! Batz! Und feste drauf! Was siehst du? Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns. Ja, der Kreis ist entweiht worden. Blut hat den Heiligen befleckt. Das war keine Absicht, aber die sind einfach. Ne? Wir können es nicht abbrechen. Was denkst du? Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weideler kann das Ritual beenden. Dann mach weiter. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Euch rufen wir, euch rufen wir. Kommt Seelen, euch richten wir. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Oh nein, ich hasse Erscheinungen, vor allem wenn das viele sind. Blut befleckt. Wir können das Ritual nicht beenden. Leute, entspann dich. Rettet euch. Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist. Oh, drei krieg ich wohl noch hin, du. Oh, hättest du wohl gerne, wa? Oh, guckt euch das an, wie die abgehen, Alter. Oh, jetzt geht natürlich das Schwert wieder kaputt. Versteht ihr, warum ich das System hasse? Ah, so sinnlos. Naja. Wir scheinen das Ritual halbwegs beendet zu haben. Alles ist verloren. Oh, vielleicht doch nicht. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Die Erscheinung nannte dich Vatermörder. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut. Ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. So führt ein Quest zum anderen, ne? Jetzt müssen wir plötzlich in den Sumpf irgendwelche Leichen verbrimmen. Das Ahnenfest führte mit einer Hexersinne die Leiche des Vaters des Weidelers im Sumpf. Machen wir, doch vorher looten wir erstmal, was das Zeug hält. Kronen und Hexerschwerter. Noch mehr Kronen und Hexerschwerter und hier dürften noch einiges an Zutaten auf uns warten. Auf. Ja, wir haben ja gerade auch ein tolles Ritual fast abgeschlossen. Da muss ja der Himmel sich jetzt auch mal etwas aufklaren, ne? Wäre auch sonst blöd. Wo ist denn hier noch was? Da liegt noch was und da liegt auch noch was. Dann haben wir das doch auch. Boah, 1085 Meter. Wo ist das denn? Ich gehe mal gerade auf die Weltkarte gucken.
mitten im Sumpf. Da ist auch noch ein Fragezeichen, das würde sich ja anbieten, ne? Dann teleportieren wir uns jetzt am besten, wobei da könnte man eigentlich auch mit dem Schiff hinfahren. Das ist ja direkt da vorne an der Ecke, ne? Fahren wir mit dem Schiff da hin. Dann haben wir das Fragezeichen direkt und können dann den guten Mann suchen. So, Schiff gibt's am besten in der Ecke da hinten. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich noch Waffenreparatursets dabei habe. Bitte, sag ja. Oh, guck mal. Das ist so ein bisschen geiler als das, was wir haben. Warum haben wir denn unseres noch? Ach, ja klar. Das ist die Greifenstahlschwerter. Wir haben die ja noch nicht ausgerüstet gehabt, weil unser Level noch nicht passte. Aber jetzt passt das Level. Dann sind wir jetzt auch komplett Greifenschwert-technisch ausgerüstet. Was dann auch dazu führt, dass unsere Schwerter wieder heil sind. Oh, das sieht aber gleich viel besser aus. So. Einmal wieder zwischenspeichern. Jetzt, wo ich so gute Waffen habe, du. Voll verpeilt. Hatten wir uns ja die Waffen geschmiedet. Und dann kam ja der Patch dazwischen. Deswegen konnte ich sie nicht mehr ausrüsten. Ich dachte, toll. Ne? Die Rüstung war dann auch alles Level 11, aber das hatten wir schon angezogen, deswegen konnte uns das Spiel das nicht wieder nehmen. Ne? Das war ganz witzig. Na gut, so, dann fahren wir mal wieder ein bisschen Boot. Zack, guck mal, jetzt seht ihr das hier, ne? Das Wasser ist ganz klar. Seht ihr das? Bisschen Reflexion, aber ihr seht auch, wie verpixelt es aussieht, ne? So, jetzt legen wir los, Steuer übernehmen. Und los geht das. Da unten sieht man schon, so soll es eigentlich aussehen. Jetzt dauert das einen Moment und dann lädt er das plötzlich. Und dann sieht das Wasser plötzlich wieder normal aus und hat auch wieder Wellen. Das ist irgendwie, ne, vorhin noch von gesprochen, jetzt ist das so. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, ob das jetzt eine ganz ruhige See ist. Wenn ja, okay, könnte sein, aber sie sieht halt sehr, naja, hübsch sieht es nicht aus jetzt, ne. Also, man hat schon schöneres Wasser gesehen. Und vor allen Dingen, meistens fluppert das dann irgendwann ein. Auf einmal so flupp und dann sieht es wieder normal aus. Sehr merkwürdig, aber gut. Vielleicht ist es auch die ruhige Nachtsee. Nichts los. Ich lasse mich ja gern belehren. Aber es hat so Qualitäten wie damals, weiß ich nicht, Morrowind-Wasser. Und dann kam irgendwann der DirectX-Patch und dann sah das Morrowind-Wasser auf einmal voll gut aus. Im Vergleich zu heute natürlich immer noch scheiße, aber damals sah es dann richtig gut aus. So, noch 800 Meter. Finde mit Hilfe deiner Hexe sind die Leiche des Vaters des Weidelers im Sumpf. Jo. Wir müssen um diese Landzunge, glaube ich, noch drumrum, ne? Der Weideler. Ah, guck mal, im Hintergrund seht ihr auch den Riesenbaum, den man so oft in den Vergleichsvideos der Sichtweiten von den Konsolen sieht. Immer wenn irgendwie Sichtweite verglichen wird zwischen Xbox und was weiß ich was, dann ist immer dieser Baum da hinten zu sehen. So, noch 500 Meter. Naja, 550 Meter. Ah, was sind schon 50 Meter? Oh, die See ist immer noch so ruhig. Sieht auch nicht besser aus, irgendwie. Vielleicht soll das wirklich so sein. Da, aber es reflektiert jetzt auch. Bei mir damals hat es halt gar nicht reflektiert. Es war einfach nur flach. Aber schön sieht es trotzdem nicht aus. Das andere Wasser sah besser aus. Naja. Meckern auf hohem Niveau, ne? Wenn man jetzt hier den Sonnenaufgang sieht, das sieht natürlich schon ziemlich hübsch aus. Wie er sich auch unten im Wasser dann nochmal widerspiegelt. Hat was Romantisches, ne? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So, noch 265 Meter. Teleportieren wäre wahrscheinlich schneller gegangen, aber man muss ja auch mal ein bisschen sowas hier sehen, ne? Wie schön das ist. Könnte man quasi als Wallpaper verwenden, wenn die ganzen Anzeigen ausgeblendet werden. Wunderschön, ne? Irgendwas schwimmt hier neben uns her. Das muss ja jetzt nicht sagen, ne? So, dele. Nichts. Und dann legen wir da gemütlich an. Direkt beim Fragezeichen. Nee, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, holy shit. Geht auch direkt los. Einmal quick safen, damit wir den ganzen Scheiß nicht nochmal machen müssen. Aber, oh, jetzt sind wir noch nass geworden. Na, so war's. Ein Monsternest. Lass mich raten, was da wohl drin haust. Da da dann dann. Geralt, hör auf damit. Was sind das viele?
Wenn man sich so dann durch die Menge durchschnetzelt, geht auch wieder, ne? Ach, das sind so viele. Geh da den hier vor dir, wie wär's mit dem? Ah! Ach, sind das viele Dödel. Der ist ja quasi schon tot. Nehmen wir mal eine Schwalbe, besser ist das. So, vernichtet. Ich sollte es zerstören. Ja, gleich eine Bombe reinschmeißen, bevor ich mich noch mehr aufregen muss. Oh nein. Ach, so viel zu dem Thema. Babs! Na komm her, du! Ah nein, hab ich den letzten getroffen hier. Na also. So, Geralt. Nein, weg mit dem. Der hat schon weggesteckt. Er ist mir ein bisschen voraus. So, looten, was geht? Ein paar ertrunkenen Hirne kann man immer gebrauchen als Wanddekoration zum Beispiel, ne? Immer wieder schön. Oh, da vorne nebelt irgendwas eklig. Das kann auch nicht gut sein, aber. Oh, Schema Hexenschlechter. Und hier auch noch irgendwas? Muschel. Oh, siehst du. Und da vorne ist auch noch was. Dass sie die lootbaren Sachen halt auf der Map anzeigen, vor allen Dingen auch die Monster und so, war das echt cool. Es hilft einfach vor allen Dingen in dieser dicht vegetierten Welt den Kram zu finden, ne? Oh, schaut euch das an, wie hübsch das aussieht. Einmal zwischenspeichern. Jetzt gucke ich kurz noch auf die Uhr, wie spät wir das haben. Ah, mal gucken, was mein. Ihr könnt so lange die Landschaft genießen. 7 Minuten, oder? Da reicht ja noch locker, um die Leiche des Weidelers zu finden. Des Vaters des Weidelers. Aber wir sollten vielleicht nicht durch den grünen Gubbel latschen. Das glaube ich nicht sonderlich gut. Jetzt laufen wir durch den anderen Gubbel. Ist auch nicht wirklich geil. Da lang. Das ist so ein Scheißhaus hier, aber das hat es nicht so ganz ausgehalten. Das könnte auch ein Schrein sein. Von der Rückseite sah es eher wie ein Scheißhaus aus, aber es ist ein Schrein, ne? Mein Gott. So, mal gucken hier. Nach der Leiche des Weidelers, einfach in den Sumpf geschmissen, das ist auch nicht schlecht. Wir sind natürlich nicht allein, wer hätte das gedacht? Moda heute. Du brauchst nicht wegrennen, du. Das hat gar keinen Sinn. Bam! Ah, nicht getroffen! Na komm, dich krieg auch noch. Spatz und tschüss. Das war doch super, wie ich mit den Moderhäuten getanzt habe. Hundertprozentig. So, okay. Irgendwas Lootbares hier. Jo, zack, zack. Zack, zack. Dann suchen wir jetzt mal. Nach Leichen. Oder Spuren von Leichen. Wie es auch am Blubbern ist. Ja, Sumpf halt, ne? Na, wo bist du denn, Weidelers Papi? Wir suchen dich vergebens. Da ist was. Da ist was. Es leuchtet rot. Und es sieht nach einem Körper aus. Wie konnte ich denn das übersehen? Wenn ich hier gerade gelootet habe, muss ich echt Pech gehabt haben, dass ich da nicht hingeguckt habe. Untersuchen. Hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Das kriegen wir wohl hin. Warte. Geralt, dreh dich mal. So, Igni. Und BÄM! Ich verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Quest aktualisiert. Sprich mit dem Weideler. Ach ja, nur 1000 Meter. Na geil. Hier wird doch irgendwo was zum Teleportieren sein. Ja, das ist das Waisendorf. Sonst noch irgendwelche Fragezeichen hier? Da sind noch welche, aber die sind schwierig. Die machen wir erst später. Das weiß ich schon. Das wäre wahrscheinlich noch okay. Aber es ist zu weit weg. Gehen wir erstmal zum Waisendorf und teleportieren uns zum Weideler. Hey da, Meister! Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist.
Wer bist du und warum quatschst du mich an? Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Erzähl mir mehr über das Monster. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Oh, klingt ja nicht so geil. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig, brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben. Torf ist jetzt nicht so meine Welt, ne? Ich kann helfen gegen eine Gebühr. Du hast wohl die Bekanntmachung in Niederwirr ausgehängt. Ja, das war ich. Gut, dass sie jemand gelesen hat. Ich habe einem Schreiber ein Dutzend Eier gezahlt dafür, dass er sie verfasst. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Flug umsonst. Da hat er recht, ne? Wie viel willst du denn zahlen? Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? Boah, versuchen wir doch mal 270, ne? Ja, das glaube ich zu viel. Machen wir mal 65. Das bringe ich nicht zusammen. Wärst du auch mit ein paar Kronen weniger zufrieden? 50. Das sind 8 Bonus, das ist nix. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Jetzt haben wir uns ganze 8 Kronen organisiert, ey. Ich bin ein bisschen stolz über meinen Feilstich. Es können nur, oh, 8 Kronen. Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Ja, wenn du das sagst, ne? Das Ding aus dem Sumpf. Haben wir mal eben noch einen Auftrag abgesahnt. Aber den machen wir jetzt nicht. Vor allen Dingen, ich glaube, der ist erst ab Level 11. Und wir sind Level 11. Und als ich den damals versucht habe mit Level 11, wurde ich vernichtet. Ist jetzt noch milde ausgedrückt. Ich wurde vernichtet, ja? Also heftige Scheiße. Aber gut, ich war auch nicht vorbereitet. Also diese Hexeraufträge, das ist ja das, was eigentlich dem Hexeralltag am nächsten kommt. Wir erforschen einen Schauplatz, gucken dann erstmal nach, um was für ein Monster es sich da wohl handeln könnte. Gucken dann, dass wir Absude und Tränke dagegen haben. Nehmen die und machen dann das Vieh platt. Und dann ist eigentlich okay. Ne? Wenn man da aber einfach so reintappt und dann, oh, was ist das für eine Höhle? Da wird das wohl drin lauern. Oh! Oh mein Gott, es ist ein Nebeling. Und der zerknallt einen dann, weil man einfach nicht drauf vorbereitet ist. Weder noch ein Trank noch sonst irgendwas, was effektiv dagegen ist, zur Hand hat, ne? Ist das etwas frustrierend. Aber so lernt man halt daraus, ne? Ich warte dann immer, bis ich ein paar Level drüber bin, dann ist das nicht ganz so heftig. Die sollen natürlich auch fordernd sein, weil es macht halt auch Spaß, ne? Wenn ihr dann in so eine Höhle geht und ihr habt das auf ganz einfach gestellt, dann zerknallt ihr den Nebeling einfach so, ohne euch vorzubereiten, ohne alles. Da könnt ihr einfach reinlatschen und draufkloppen. Das ist für so einen Hexeauftrag ist mir das dann einfach zu wenig, weil da muss man auch mal ausweichen und man muss sich auch vorbereiten. Das will ich dann schon haben, sonst würde ich kein Spiel spielen, wo man Hexer spielt, ne? So, das Ahnenfest. Ja, mal gucken hier. Kannst mich mal gerade teleportieren. Das ist freundlich. Wie weit ist das jetzt noch? 133 Meter. Die können wir auch noch zu Fuß zurücklegen. Ach, wie hübsch das hier aussieht, du. Schön, schön, schön. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Hügeln bei Mittelheim. Ja. Was das nicht alles gibt, du. Glaubst du nicht? So, und dann einmal zum Weideler. Flonk. Moin. Weißer Wolf. Weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Ei, da klingelt das schon wieder. Jetzt erstmal hier. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Davon ist auszugehen, ne? Hast du wirklich deinen Vater umgebracht? Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat,
Der Waldeler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Okay. Die Erscheinung müsste jetzt fernbleiben. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Hexer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Danke, danke. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Jawohl. Ich danke dir. Guti, dann machen wir hier erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.